Thema dieses Films ist das Element Silber. Traditionell wird es als zweitedelstes Metall nach Gold angesehen. Deshalb wird zum Beispiel bei Sportveranstaltungen für den zweiten Platz die Silbermedaille verliehen. Auch Schmuck und wertvolles Essbesteck enthalten häufig Silber. Noch weit bis in das 18. Jahrhundert hinein waren Silbermünzen neben Gold- und Kupfermünzen ein wichtiges Zahlungsmittel. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.